Und jetzt aber kriegen wir das große Spiel, das wir uns alle wünschen. Die ganze Anspannung wird beim Anpfiff verflogen sein. Die Spieler kennen ihre Aufgaben und sie wissen genau, was zu tun ist. Spielt die Ecke direkt vors Tor. Der Befreiungsschlag bleibt hängen. Das war ein guter Schuss, aber der Torwart hat ihn gut pariert. Nach vorn gehauen. Der geht aufs Tor. War das knapp. Millimeter links vorbei. Wie um alles in der Welt konnte er den nicht machen. Er hatte alle Zeit der Welt. Jetzt ein guter Ball, dann ist vielleicht was drin. Da fehlte die Genauigkeit. Uchida. Rakitic. Da sind ja Riesenlöcher in der Abwehr. Nicht vom Ball zu trennen. Das ist der Instinkt eines Torjägers. Er steht immer da, wo er gebraucht wird. Oh Mann, was für eine unglückliche Situation. Natürlich, sowas ist einem Torwart auch schon mal in einem WM-Finale passiert. Aber nichtsdestotrotz, das Ding geht klar auf seine Kappe. Der Trainer hatte sich über mangelnde Unterstützung der Fans beklagt. Aber davon kann heute keine Rede sein. Das Tor hat den Spielverlauf so ein bisschen auf den Kopf gestellt. Können Sie noch zurückkommen? Sie haben Spieler mit großer Qualität und Sie können hier zurück ins Spiel finden. Luisao. Und er passt zurück. Der Schiedsrichter pfeift, der Assistent hat die Fahne oben, das war abseits. Minuten der ersten Hälfte sind gespielt. Wenn sie jetzt ganz exakt spielen, dann schlägt es gleich wieder ein. Zieht Volley ab und Tor. In der Schlussphase der ersten Hälfte macht er das zweite Tor und jetzt können sie noch beruhigter in die Pause gehen. Das war ein schöner Treffer und das, was wir hier gesehen haben, das war der ganz feine linke Fuß. Man hat dabei zuschauen können, wie ihnen das Spiel aus der Hand geglitten ist. Sie müssen sich richtig steigern jetzt. Sie sollten das Spiel jetzt endgültig für sich entscheiden. Die nötige Qualität haben sie und ihre Fans würden sich so richtig freuen. Der kommt hoch rein. Der geht hoch nach vorn. Da kommt der Schuss. Der Torhüter war noch am Ball. Ecke. Eine Vorlage direkt vors Tor. Zwei Minuten Nachspielzeit. Saviola. Er ist immer noch am Ball. Da waren sie nicht energisch genug. Hebt den Ball über die Abwehr. Guter hoher Ball. Da haut er den Ball weg. Gefahr gebannt. Der Pfiff des Schiedsrichters. Und jetzt. Und weiter geht's mit Durchgang 2. Mal sehen, ob sie für die Entscheidung sorgen können. Wir sind aus der Halbzeitpause zurück und die Mannschaften bleiben unverändert. Alle Spieler scheinen noch fit und frisch und die Trainer scheinen durchaus mit der Leistung ihrer Jungs zufrieden zu sein.
Wird das was? Di Maria. Der Mitspieler hat den Ball. Der Ball muss jetzt kommen. Der ging einfach zu nah am Torwart vorbei. Die letzte halbe Stunde des Spiels ist angebrochen. Da ist kein Durchkommen. Jetzt muss er aufs Tor ziehen. Es war kein schlechter Schuss, aber für den Torwart zu berechenbar. Rakitic. Sie bleiben im Ballbesitz. Di Maria. Enorm kopfballstark. Luisao. Di Maria. David Luiz. So ist da kein Durchkommen. Und die Abwehr schnappt sich den Ball. 75 Minuten sind vorbei. Und zurück zum Keeper. Schöne Abwehraktion. Schöner Kopfball. Oscar Cardoso. Hier ist Saviola. Es braucht jetzt eine gute Hereingabe. Da springt er richtig hoch. Er trifft, weil er die Ruhe behält und nicht überhastet agiert. So macht das Spaß. Das ist die perfekte Flanke in den hinteren Bereich. Das wird jetzt wirklich interessant, wie sich die Dinge auf dem Feld jetzt verändern. Mit einem 1:2 geht es weiter. Das Spiel bleibt spannend. Flanke nach innen. Den Befreiung. Neymar, der ganz selten den Ball verliert, selbst wenn es eng wird. Eine Minute wird draufgelegt. Exzellentes Zweikampfverhalten. Was für ein herrliches Zuspiel. Der Schuss wurde abgeblockt vom Verteidiger. Der Ball fliegt direkt vors Tor. Und es gibt erneut eine Ecke. Oh, da kommt der Ball hoch rein. Der Schiedsrichter hat abgepfiffen.